Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Online-Community, so wie die große Mehrheit meiner Kollegen im Europaparlament bin ich zutiefst traurig, dass sich die Menschen in Großbritannien am letzten Donnerstag mehrheitlich für ein Verlassen der Europäischen Union ausgesprochen haben. Das ist Thema der verschiedenen Sitzungen jetzt hier im Europaparlament. Viele britischen Europaabgeordneten haben sich in den letzten Monaten mit viel Herzblut für ein Verbleiben ihres Landes in der EU eingesetzt. Ihnen und Ihren Teams gilt mein und unser Dank und meine Solidarität, sowie auch die Bürgerinnen und die Labour-Partei Großbritanniens weiterhin Teil Europas bleiben, auch nach einem jetzt wahrscheinlich bevorstehenden Brexit. Wie groß das Interesse an diesem Thema ist, zeigten allein 200 Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter, die in Magdeburg an einer Friedrich-Ebert-Veranstaltung mit dem britischen Botschafter teilnahmen, den ich dazu bei uns, zu uns in unser Bundesland eingeladen hatte. Wichtig ist, dass wir jetzt einen kühlen Kopf bewahren und gemeinsam mit unseren Partnern in den anderen Mitgliedstaaten überlegen, wie wir mit dieser Situation neu und direkt umgehen. Ich stimme Sigmar Gabriel und Martin Schulz voll und ganz zu, dass wir einen Neustart für die Europäische Union brauchen. Entscheidend ist hierbei, dass wir uns auf die Politikbereiche konzentrieren, die dringend reformbedürftig sind. Die europäische Bevölkerung muss weiterhin erleben, dass europäische Lösungen in vielen Bereichen besser als nationale Lösungen sind. So erkennt man es jetzt auch in der Debatte in Großbritannien. Auch wenn der Brexit katastrophal ist, müssen wir jetzt das Beste daraus machen. Viele sinnvollen europäischen Gesetzesvorhaben, die in der Vergangenheit auch von Großbritannien geblockiert wurden, können und müssen jetzt umgesetzt werden. Darunter zählen beispielsweise die Bankenunion oder die Vertiefung der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wir brauchen Beschäftigungsprogramme, vor allem für Jugendliche im Süden Europas, die zum Teil 30-40% in der Jugendarbeitslosigkeit sind. Die hierfür benötigten Gelder können wir in Europa unter anderem durch eine verbesserte Steuergerechtigkeit und eine effektive Bekämpfung von Steueroasen oder Dingen wie den Panama-Papieren und den Panama-Bank-Accounts sozusagen mobilisieren. Ich bin deswegen verstärkt jetzt auch im Untersuchungsausschuss für die deutsche Gruppe mit dabei. Hier gilt es, diese Mittel zu mobilisieren, damit wir soziale Gerechtigkeit und Steuergerechtigkeit auch umleben und zeigen. Die Steuern müssen da gezahlt werden, wo die Unternehmen ihre Gewinne machen. Hierfür tragen Sozialdemokraten ganz klar Flagge und wir werden an diesem Kurs festhalten und arbeiten jetzt zusammen mit der Labour-Partei, auch in Großbritannien, wie wir mit dieser Situation am besten auch für die Partei dort umgehen. Wir wissen nicht, ob es zu einem Zerfall Großbritanniens kommen wird. Viele Sachen sind jetzt offen, viele Situationen, über die wir in den letzten Wochen gesprochen haben. Und von daher setzen wir jetzt alles für ein solidarisches Europa mit oder ohne Großbritannien weiter auf den Kurs. Begleiten Sie mich weiter bei meiner Arbeit, auch in diesen Zeiten, auch zu diesen Fragen. Wir werden dazu Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt haben. Schreiben Sie mir E-Mails, kontaktieren Sie mich. Bis dahin alles Gute.